Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bodencrew-Simulator Airport Sim. Schön, dass du wieder dabei bist und wir laden gerade Passagiere ein. Und die Passagiere... Die bringen wir jetzt gefühlvoll zum nächsten Flieger. Und falls ihr euch wundert, warum ihr keinen Sound hört, das ist, ich kann die Kopfhörer nicht ausschalten, ansonsten würden wir ein bisschen mehr hören. So, und wir haben schon gehört, es ist ein richtig cooler Sound hier im Spiel, ne? So. Then open the doors of the bus so that passengers can board. Bist doch ideal hier, nicht? So, jetzt würde ich gerne schon mal meinen nächsten Schritt machen. Was wäre denn jetzt eigentlich das nächste, was jetzt noch passieren müsste? Gucken wir mal. So, da ist der Flug. Den fährt gerade an. Passagiere in das Flugzeug laden. Ja, kennt man, mit dem Gabelstapler. Also besonders in Amerika. Schließe. Genau, wir müssen dann natürlich wieder die Treppe entfernen. Und dann warten, bis das Hilfstriebwerk gestartet ist. Das soll vielleicht die GPU nochmal reinfahren. Oder wegfahren. Da ist gar keine dran, ne? Warum eigentlich nicht? Bis jetzt ist alles so detailliert hier im Tutorial, aber gut, die haben das natürlich jetzt in einzelne Schritte runtergebrochen, ne? Und ich bin mega gespannt. Ich sehe gerade, kleine Sideway hier, ich sehe gerade schon wieder ein Update für American Truck Simulator. Gestern habe ich es aufgenommen, heute veröffentlicht, alle Folge auf Retro Plus. Tja, und schon wieder ein Add-on da, Patch. So. Congratulations. You have completed the tutorial on transporting passengers to and from an aircraft. See you again. Gut, aber jetzt haben wir so langsam alles gelernt, oder? Und was kann es denn jetzt noch geben im Spiel, was wir lernen müssen? Ich bin auch gespannt, ob es dann hier so einen Karrieremodus gibt oder einfach nur Szenarios. Schauen wir mal. Die Fluggastbrücke. Okay. Was soll schon schief gehen? Ich meine, wir haben ja gesehen, mit anderen Fahrzeugen ist es überhaupt kein Problem, den richtigen Abstand einzuschätzen und rechtzeitig zu bremsen. In today's tutorial, you will learn how to operate a terminal passenger jetway, also known as a jet bridge or air bridge. Jet bridge. Jetways, okay. Are mobile structures that are permanently attached to the terminal building on one side and connect to the aircraft on the other side to create a bridge for passengers to move from the terminal to the aircraft safely. Jetways are the most popular means of transport for passengers at large and medium airports. Without further ado, climb the stairs to the jetway. Der hier, ne? Gut. Flieger kommt auch gerade an. Da können wir auch rein. Hä? Okay. Wir schauen mal. Also hier rein. Now let's talk about the construction and how it moves. Ich hab Angst. Wechsel in die Ich-Perspektive, um das Tablet zu öffnen. So, drei Teile unterteilt. The bridge connects the remaining part of the jetway to the terminal, which always ends in a support structure. Da sind sogar Leute im Terminal, die herumlaufen. Das ist aber wirklich nicht schlecht. Okay. The telescopic bridge extends or retracts, depending on the operator's needs. Das Ding kann ein- und ausfahren. Mhm. Finally, the rotunda, which allows for adjustment by rotating around its circumference. Okay, und das Ding kann sich vorne drehen und anheben und senken. Gut. WASD? They show the relative rotation of the wheels
in relation to the rotunda. Mhm, das ist hier unten das Ding. Okay. You control the rotation and forward and backward movement of the wheels with the controls displayed on screen. Mhm. Achso, ja. Then to rotate the rotunda, use the buttons displayed on the screen. Mit Q und E. To change the height of the cabin, mit den Pfeilen rauf und runter. Mhm. Also verstanden, ja, aber... Mhm. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light starts flashing, indicating that you can extend the... Okay. Ich hab Bock. So. Also, jetzt drehen wir erstmal rum, dass wir auch was sehen. Und mit Sound ist alles cooler. Gut. Was ist das denn? Okay. Jetzt rein und raus und rechts und links. Aber irgendwie hätte ich gerne eine andere Kameraperspektive, wenn ich ehrlich bin. Okay. So fährt er raus. Und so rein. Aber er macht jetzt gerade das, was er eigentlich bei den Pfeiltasten machen müsste. Und rum komme ich nicht. Also so drehe ich die Nase vorne, klar. So, das ist ja wahrscheinlich die Ausrichtung, die ich hin muss. So, und jetzt müssen wir die Räder so drehen, dass wir in die Richtung kommen, ne? Ja. Ah, verstanden. Beim Vorwärtsfahren bestimmt die Ausrichtung der Räder, wie das Ding rein und raus fährt. Ui, 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 ui. Aber mit dieser Kameraperspektive, die ist nicht hilfreich. Das ist gerade ein bisschen mein Problem. Verstehst du? Wie gesagt, diese Kameraperspektive ist nicht hilfreich. Und ich kann auch die Kamera hier nicht drehen, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so soll. Aber so vom Winkel her, wie gesagt, ich kann... Aus irgendeinem Grund kann ich die Kamera nicht drehen, aber ich würde sagen... Wir sind ja links von der Tür, ne? Ne, wir sind rechts von der Tür, genau. So, das heißt, wir müssten theoretisch viel weiter so. Tja, von der Höhe, ich habe keine Ahnung. Also diese Kamera ist halt gerade ein Problem. Kann die Kamera nicht drehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt gerade ein Bug ist oder. Mal sehen, jetzt. Wenn wir jetzt die Kamera drehen könnten, dann können wir es besser einschätzen. Ha? Aber so sind wir wahrscheinlich viel zu weit weg. Würde ich sagen. Das ist viel zu weit. Da sehen wir es. Guck mal. So kann man es sehen. Wir sind viel zu weit weg. Okay. So. Dann jetzt ein bisschen rum. So. Immer noch viel zu weit. Guck dir das an. So. Oh,
Oder ist es auf der... Weil, guck mal, auf der rechten Seite, seht ihr das? Rechts ist so, als wenn das das wäre. Aber wir sind doch links eigentlich. Bin ich doof? Wir haben doch das ganze Ding gerade gedreht. Und sind... Wir sind doch gerade... Warte mal. Wir sind doch gerade... Von hier aus gesehen, ja? Von der rechten Seite eingestiegen. Jetzt hätte ich angenommen, dass unser Hüttchen, wo wir gerade drin sitzen, rechts von der Treppe ist. Ist es aber nicht. Wir müssen uns das Ding da unten angucken, dann sehen wir es auch. Das ist ja clever. Okay. Das kriegen wir hin. Trotzdem wäre es cool, wenn wir hier noch ein bisschen mehr sehen könnten, aber ja. Es blinkt nicht. Okay, wir gucken mal, ob wir... Meine Vermutung scheint auf jeden Fall richtig zu sein. Ja, wir sind auf der linken Seite von dem Ding. So, wir müssen noch ein bisschen... So würde ich sagen... So. Now you understand how to move the jetway. So let's move on to docking it to an aircraft. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid to connect to the aircraft. As with stairs, when you are... Ich hab's hingekriegt. Oh, wie cool. Was ist das denn? Ach so, damit die nicht nass werden, ne? Der eingebaute Regenschirm. The cabin crew will now open the doors. Hm? Passengers will soon be disembarking and boarding. For tutorial purposes, we'll... After all the passengers have boarded or disembarked, then to retract the canopy, press... Okay, Tür wird geschlossen. Dann geht das Oberdach zurück. Now switch the camera using the button displayed on screen. After each operation, the jetway must always return to its designated parking position, which is highlighted for you now. Guide the jetway so that the wheels are in this area. Ja. Sind wir, oder? Great. You have just learned how to operate a... Remember... Uiuiuiuiuiuiuiui. Also das wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsdings. Vor allem wegen der Kamera. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so gewollt ist. Gut. Huch. Oh nein! Was? Es gibt einen Unterschied zwischen Gepäck von der Boeing und zum... Okay. Gucken wir uns an. Gepäckabfertigung. Wir haben noch nicht eine normale Spielminute jetzt gehabt, ne? Also, ich sag's nur. In this tutorial, you'll learn how to service the luggage holds on the 737 MAX 8 aircraft. Stimmt, tanken müssen wir noch. Ach du lieber Gott. Ja. And luggage cards attached to the tug. Oh Gott. Firstly, prepare for luggage collection by opening the right forward and rear cargo doors in advance. To do this, approach the cargo door and open it using the action displayed on the screen. Das Tutorial hat gesagt, ich soll das jetzt machen. Walk in front of running engine meatball. Entschuldigung. Es ist nicht witzig, aber witzig. Great. Next, you need to position the luggage loader at the rear cargo hold. But before we start, remember to always unload the aircraft
rear of the plane. Okay, immer von hinten ausladen als erstes. The center of gravity of every aircraft is generally concentrated between the front and rear wheels as much as possible. To avoid a sudden weight imbalance, potentially causing the aircraft to tip back onto its tail, you must first unload the rear hold so that the tail strike, okay. More heavily loaded. Now get behind the wheel of the luggage loader and drive it to the rear cargo hold. Stop in the indicated zone. Wie rum fährt denn der? Also das Band meine ich. Ich kann die Kopfhörer wieder nicht ausmachen. Mann! So rum oder andersrum? Ich. Alright, now your task is to adjust the height of the conveyor belt so that it is just below the door threshold. This will make it easier for you to enter the luggage hold. Do this using the buttons displayed on screen. Next, carefully drive up to the luggage hold. Don't hit the plane with any force during this process. The lip of the conveyor belt only needs to be just near the lower edge of the hold door. Great. Now we need to drive the tug and carts behind the loader so we can start collecting luggage. Okay. Now attach the luggage cart to the tug. Ah, das läuft auch schon. Okay, okay, okay. Position the rear tow hitch of the tug with the hook of the cart. Was ist denn hier der Unterschied zwischen dem Fahrzeug hier und dem GPU-Loader? Fragezeichen. So, einmal anhängen. Aber ihr kennt mich ja schon, ne? Wenn wir das demnächst machen, dann lassen wir die fertig stehen und müssen. Now, drive the tug with the cart behind the loader that you set up earlier. Leave yourself enough space to handle the luggage safely. Then exit the tug. Darf man unter dem Flügel herfahren? Enter the luggage hold and manually load the bags onto the conveyor belt and then onto the cart. To enter the luggage hold, press the button on screen to crouch. Okay, wir werden nicht von dem Förderband zurückgefördert. So. Da haben wir ein paar Koffer. So. Gut. Alright, now move to the front hold and retrieve the luggage from there. You already know what to do. Ja. Okay. Aber genau so stelle ich es mir eigentlich auch vor, muss ich sagen. Müssen wir das wirklich? Ach komm. Ja, gut. Wenn's denn sein muss, machen wir das auch. Hm? Oh, für drei Koffer. 43 Leute haben natürlich drei Koffer dabei, ne? Eh klar. Die Bremsspuren war ich übrigens nicht. Das war schon. Ich will gar nicht wissen, wie aufwendig das war, das hier so zu programmieren, dass man dann hier irgendwie auch durchkommt und so weiter. Ihr habt gesehen, die haben da so ein bisschen gecheatet gerade. Da ist... Wir sind ganz kurz absichtlich bewegt worden. So kann das natürlich lösen. Kann man machen. Na,
Triebwerk ist ein. Verstehe, das Spiel denkt... Ja, okay. Okay, ich verstehe. Also das Spiel merkt sich, dass die Koffer noch nicht drin sind und deswegen sind die Kontrollen des Fahrzeugs gesperrt, bis ich die Koffer eingeladen habe. Speaking of Cheaten beim Programmieren. So. Kriegen wir doch alles hin. Ist doch alles okay. So. Jetzt. Now you need to transport all the collected luggage to the sorting area and transfer them to the belt that will direct them to the terminal. Ich weiß, was passiert ist. Schreibt's trotzdem in die Kommentare, gibt ihr. Für den Algorithmus ist gut. War keine Absicht. Kann man den Wagen eigentlich zumachen? Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck, dass es möglicherweise eine gute Idee. Wie komme ich denn da hin? Hä? Brauchen wir jetzt zum ersten Mal wirklich die Map? Wo ist denn hier das UI-Hier-Zeichen? Das dahinter? Oh. Finden wir raus in der nächsten Folge. An dieser Stelle ist jetzt Schluss. Die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Garderobe Plus. Danke fürs Zuschauen und ich bin echt gespannt, was wir hier noch alles lernen. Also macht's gut. Haut da rein.